Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz Europäische Milliarden in Bayern, zukunftsorientiert investieren mit unserem europapolitischen Sprecher Florian Siegmann, der zu dieser Thematik, die im Moment virulent ist hier in Bayern, auch 5 Anträge formuliert und eingereicht hat, die zum Teil schon morgen im Europaausschuss behandelt werden. Ich darf Ihnen ganz kurz zum Verfahren mitteilen. Sie finden die Unterlagen zu dieser Pressekonferenz, insbesondere die Anträge und ein Papier, das die einzelnen Zahlen noch einmal erläutert, rechts in Ihrem Menü zum Download. Das heißt, Sie öffnen diese, haben sie als PDF vorliegen und speichern Sie bitte lokal auf Ihrem Rechner, dann haben Sie sie zur Verfügung. Und im Anschluss an den Input von unserem europapolitischen Sprecher Florian Siegmann können Sie selbstverständlich Fragen stellen. Jetzt steigen wir aber gleich ein in die Materie. Es geht um sehr viel Geld, Milliarden, und Florian Siegmann hat einen Plan, wie wir damit Zukunft für Bayern gestalten können. Bitte schön, Florian. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Sie haben es sicherlich mitbekommen, Ende letzten Jahres haben sich das Europaparlament und die Mitgliedstaaten auf den neuen mehrjährigen Finanzrahmen für die EU geeinigt, über 1 Billion Euro und auch auf das Wiederaufbauprogramm nochmal 750 Milliarden Euro, die insgesamt hier in den nächsten Jahren in der Europäischen Union ausgegeben werden. Während beim Wiederaufbauprogramm noch darüber gestritten wird, wie die Gelder in Deutschland ausgegeben werden, steht beim mehrjährigen Finanzrahmen, also bei dieser 1 Billion, jetzt schon fest, dass Bayern wieder etliche Milliarden erhalten wird. Schauen wir uns da vielleicht kurz die letzte Förderperiode an, also es sind immer 7 Jahre, 2014 bis 2020, da hat Bayern aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds der EU ungefähr 2,5 Milliarden Euro bekommen. Wir haben noch Erasmus Plus dazu genommen, weil auch da ja ganz viel Austausch an bayerischen Schulen, Unis und Co. stattfindet. Und jetzt muss man zu den 2,5 Milliarden noch dazu rechnen, dass ja auch bayerische Steuergelder aus dem Staatshaushalt zur Kofinanzierung genutzt werden und auch private Mittel, wenn jetzt zum Beispiel Unternehmensförderung stattfindet, sodass insgesamt in der letzten Periode 6 Milliarden Euro investiert wurden durch diese europäische Förderung. Es geht also um sehr viel Geld. Es gibt natürlich noch weitere EU-Programme wie Agrardirektzahlungen oder wie das Horizon-Programm in der Forschung, wo wir aber als Freistaat weniger Einfluss auf die konkrete Verwendung haben. Also wir haben uns heute bewusst auch in den Anträgen auf die europäischen Struktur- und Investitionsfonds, auf Erasmus konzentriert, weil der Freistaat zu jedem dieser EU-Fonds jetzt ein operationelles Programm für die neue Förderperiode schreiben muss. Und damit auch selber festlegt, wie viel Geld er in welche politischen Prioritäten lenken will. Und weil es um so viel Geld für so einen langen Zeitraum von 7 Jahren geht, ist es uns als erstes wirklich wichtig, die Parlamentsbeteiligung zu stärken. Es kann nicht sein, dass die Staatsregierung einfach operationelle Programme schreibt und von der EU-Kommission genehmigen lässt, damit eine Vorfestlegung trifft, auch über die künftigen Haushalte und wir als Parlament am Ende nur noch sagen können, okay, wir stellen auch die staatlichen Mittel zur Verfügung oder wir machen es nicht und verlieren damit EU-Förderung. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Debatte im Ausschuss, wir brauchen einen ordentlichen Bericht der Staatsregierung, wir brauchen die Vorlage der Entwürfe und wir haben unser Antragspaket, mit dem wir ganz klar inhaltliche Ansprüche an die operationellen Programme des Freistaats formulieren. Und der wichtigste inhaltliche Anspruch ist, dass die Programme jetzt die Zukunftsherausforderungen in den Blick nehmen müssen und auch gezielt darin investieren müssen. Und die größte Zukunftsherausforderung, vor der wir nach wie vor stehen, das ist die Klimakrise und vor allem die Eindämmung der Klimakrise. Und das damit zu verbinden, dass wir wirtschaftlichen Wiederaufbau nach Corona ermöglichen. Und das Instrument dafür ist der Europäische Fonds für regionale Entwicklung. Der ist dazu da, im wirtschaftlichen Bereich zu fördern. Und was wir wollen ist, wir rechnen damit 600 Millionen Euro in der nächsten Förderperiode an EU-Mitteln, 50% für den Klimaschutz zu investieren. In der letzten Periode waren es nur 21%. Wir wollen jetzt 50%, das sind 300 Millionen Euro. Und wenn wir jetzt noch das dazu rechnen, was an bayerischen Steuergeldern kommt, was an privater Kofinanzierung kommt, wenn ich Unternehmen unterstütze, dann reden wir am Ende davon, dass wir 750 Millionen Euro bis zu 1 Milliarde Euro in den nächsten 7 Jahren zusätzlich für Klimaschutz mobilisieren könnten.
Und das Wichtige ist, dass dabei keine Klimakosmetik finanziert wird, keine Klimakosmetikmaßnahmen, sondern dass wir wirklich was in was investieren, was einen Beitrag zur Verbesserung unseres CO2-Budgets liefert, was sich den Klimazielen von Paris annähert und dem gerecht wird. Also wir denken da ganz konkret an Effizienzmaßnahmen in Unternehmensproduktionsprozessen, an den Wärmesektor, weil das alles langfristige Investitionen sind, und auch an den Ausbau erneuerbarer Energien. Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt des EFRE ist auch den digitalen Wandel zu gestalten. Auch das ist natürlich eine große Herausforderung. Und hier liegt eben der Schlüssel auch darin, dass wir es schaffen, auch das wieder mit der Eindämmung der Klimakrise in Einklang zu bringen, um diese Zukunftsherausforderung zu meistern. Natürlich spielt Umwelt- und Klimaschutzpolitik auch eine total große Rolle in der Landwirtschaft. Und nach wie vor ist die Landwirtschaftsförderung einer der größten EU-Töpfe, aus der wir auch im Freistaat, wirklich viel, viel Geld erhalten. Wir können zwar nicht so viel Einfluss auf die Direktzahlungen nehmen, wo wir aber wirklich viel Einfluss nehmen können, das ist das, was in der zweiten Säule der Agrarpolitik steckt. Das ist das, was über den Europäischen Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums am Ende in Bayern ankommt. Deswegen fordern wir die Staatsregierung auf, sich jetzt bei den Verhandlungen zum Strategieplan für die gemeinsame Agrarpolitik in Deutschland dafür stark zu machen, möglichst viel umzuschichten von den Direktzahlungen in die zweite Säule, damit wir daraus am Ende Agrarklima- und Agrarumweltmaßnahmen finanzieren können, um auch dem Volksbegehren für Artenvielfalt gerecht zu werden, wo uns ja auch die bayerischen Bürgerinnen und Bürger einen ganz klaren Auftrag gegeben haben, in der Landwirtschaftspolitik ein größeres Augenmerk auf Klima und auf Artenvielfalt zu legen. Der ganze Bereich Klima, Umwelt ist eine große Zukunftsherausforderung. Gerade mit Blick auf Corona sehen wir aber auch, dass wir eine soziale Dimension haben und schauen müssen, wie wir die sozialen Folgen abfedern können. Und dafür stellt die Europäische Union im dritten Fonds, dem Europäischen Sozialfonds, Mittel zur Verfügung. Da rechnen wir ungefähr mit 200 Millionen Euro in der nächsten Förderperiode. Und uns als Grüner Fraktion ist es wichtig, dass das Geld wirklich ganz gezielt arbeitsmarktfernen und besonders vulnerablen Gruppen zugutekommt. Also Langzeitarbeitslosigkeit eindämmt und Jugendarbeitslosigkeit verhindert. Und gerade bei letzterer sehen wir leider auch, wenn wir uns jetzt die Zahlen vom Dezember 2020 anschauen, dann ist in Bayern die Jugendarbeitslosigkeit um 30% gestiegen. Sie ist zwar in absoluten Zahlen immer noch nicht so groß, also wir reden ungefähr im Moment von 24.500 arbeitslosen Jugendlichen. Aber wir müssen schauen, wie die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen jetzt dann nach der Krise wirklich ist. Das heißt, das ist ein Feld, wo auch die Sozialverbände gebeten haben, mehr darauf zu achten, wo wir aus dem Europäischen Sozialfonds gezielt investieren wollen, um den sozialen Zusammenhalt in Bayern wirklich zu stärken. Ein Punkt, über den ich mich aber, wenn wir jetzt von der Jugendarbeitslosigkeit weggehen, wirklich freue im Sozialbereich ist, dass man sich auf europäischer Ebene dazu entschieden hat, die Mittel bei Erasmus Plus erheblich anzuheben. Also wir haben ein Plus von 50%, das ist wahnsinnig viel. Das Erasmus-Programm hat in ganz Europa jetzt ein Volumen von über 23 Milliarden Euro. Es ist zwar kein Struktur- und Investitionsfonds wie die davor genannten, aber der Freistaat entscheidet natürlich mit seiner Zuständigkeit über Schulen, über Berufsschulen, über Universitäten ganz erheblich darüber, wer am Ende die Chance bekommt, so einen Austausch zu machen. Und angesichts der deutlichen Steigerung bei den Mitteln brauchen wir jetzt auch bessere Strukturen an den Schulen, an den Universitäten, in den Berufsschulen, damit die Mittel auch abgerufen werden können. Und wenn wir bessere Strukturen schaffen, dann müssen wir darauf achten, dass auch die eine Chance bekommen, einen Austausch zu machen, die bisher viel zu oft leer ausgegangen sind. Wir sehen zum Beispiel im schulischen Austausch, 80% findet am Gymnasium statt, nur 10% an der Realschule, 3% an der Mittelschule. Das muss sich ändern. Wir brauchen also wirklich gezielt vom Freistaat Unterstützung, zum Beispiel an Mittel- und Realschulen für internationale Koordination, damit auch da Austausche stattfinden können. Aber auch, damit mehr Auszubildende die Chance auf einen Austausch kriegen. Wir alle kennen das Auslandssemester als feststehenden Begriff. Und bei den Auszubildenden ist es im Moment so, dass gerade mal 6% einen Austausch machen, obwohl es Umfragen zufolge eigentlich 30% gerne machen würden. Das heißt, auch da kann der Freistaat jetzt bessere Strukturen schaffen, um mehr Fördermittel abzurufen und damit tatsächlich einen gewaltigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit
und zum sozialen Zusammenhalt hier bei uns, aber dann auch in ganz Europa zu leisten. Ich freue mich über Ihre Fragen. Ich denke, wir haben hier wirklich ein Paket geschnürt, mit dem wir ganz gezielt investieren wollen und vor allem, wo wir jetzt wirklich entscheiden müssen, wie es mit der Mittelverwendung in den nächsten 7 Jahren aussieht. Soweit fürs Erste unser europapolitischer Sprecher Florian Siegmann. Jetzt, wie er es schon gesagt hat, freuen wir uns natürlich, Ihnen Ihre Fragen beantworten zu können. Sie können wahlweise eine Frage in den Chat eintragen direkt und dann lese ich diese vor und Florian Siegmann kann sie beantworten. Oder Sie haben die Möglichkeit, ein Handzeichen zu geben. Dann schalten wir Ihnen Ihr Mikrofon frei und Sie können diese Frage selbst stellen. Welche Fragen dürfen wir Ihnen beantworten? Im Moment habe ich kein Handzeichen und auch keine Frage im Chat. Aber natürlich geben wir Ihnen gerne noch etwas Zeit, falls Sie doch eine Rückfrage haben. Wie gesagt, die Unterlagen stehen zum Download zur Verfügung auf der rechten Seite als PDF. Öffnen und dann lokal speichern, dann haben Sie sie bei sich auf dem Rechner. Ja, ich denke, Florian, der Input und wahrscheinlich auch in Verbindung mit dem Papier war so ausführlich, dass es keine Fragen der anwesenden Journalistinnen und Journalisten gibt. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse, freuen uns auf Ihre Berichterstattung und wir wünschen natürlich eine gute und vor allem gesunde Woche. Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Pressekonferenz.